Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Luigi's Mansion. Ich weiß überhaupt gar nicht, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen scheinbar dem seine und Action. Also einfach nur Geist als... Okay, erstmal herausfinden, wie du funktionierst. Ich kann ich hier mich einfach wegzustoßen, bringt also gar nichts. Muss also die blauen Energiekugeln wegschleudern. Ich weiß nicht, was sie wirklich gedacht haben. Das ist doch. Was ist das für ein lamer Kampf hier? Okay, sein Strahl ist stärker. Okay, jetzt ist der Strahl scheinbar stärker als zwei Mann. Macht immer zwei Attacken. Es ist eine große Chance, zum Star zu werden. Hey, einfach nur schnell abdrücken.
Das hier, das ist wahre Kunst. Erstmal ein bisschen die Stadt zerstören. Cut. Okay. Sehr schön. Naja. Aber irgendwie ist er doch da in diesem Raum rein. Kann ich halt selber rein oder ist er einfach außerhalb der Reichweite? Na, ich gehe einfach mal weiter. Ich glaube, der ist irgendwo backstage, wo ich nicht hingelange. Aus dem Grund ist mal Shortcut benutzen. Und auf. Zur nächsten Ebene. Was? Was willst du denn jetzt? Ist ja schön, ein Spiel voller Plot-Twists ist. Jetzt darf ich suchen, oder wie? Das ist jetzt euer verdammter Ernst. Ich glaube, ich darf ich jetzt hier wirklich überall nochmal suchen. Also ganz ehrlich, das ist doch unnötig. Das erzählst du mir erst jetzt im Spiel. Hier ist doch irgendwas, was generiert werden kann. Ah, ich habe irgendwas generiert, wovon ich keine Ahnung habe. Also bislang ist das hier wirklich... Der Film ist fast fertig, fast. Bei der Bearbeitung möchte ich nicht gestört werden. Das wird nämlich allerhöchste Konzentration. Natürlich nicht besiegen.
Okay. Also weit so einfach. Idee. Man muss sich da zur Zeit arbeiten, hier so ein bisschen den Weg abschneiden. Da willst du jetzt hin? Finde sich halt hier oben. Ach schön, wie also man kann diese Katze nicht einsaugen. Okay, man kann nicht einfach permanent leuchten. Okay. Was zum Teufel? So ein Gegenstand, den ich einsaugen kann. Was sie wegen schon schlecht. Natürlich muss ich erstmal hier getroffen werden. Gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit, wenn du dich nicht verkämpfst? Sich dir nähert, setzt im genauen richtigen Moment den Stroboblitz ein. Funktioniert ja irgendwie nicht, wenn das er sich hier oben verkämmt. Warum? Ja, wie ich hier hochkommen? Igitt, sag's mir. Spieß wieder mal so Deluxe-Kacke, wirklich. Nach oben reicht ist die Reichweite nicht ungenügend. Er ist sehr witzig. Ja, sag doch mal, dass man sich zur Katze wegdrehen muss. Außerdem mache ich halt genau im richtigen Moment den Stroboblitz, aber. Ich mach genau. Oder was wollt ihr von mir?
ich mach genau das, was du sagst, by the way. Es funktioniert aber nicht. Ja, es funktioniert nicht. Oder muss ich das im Sprung machen? Ja, es funktioniert offensichtlich nicht. Ja, es funktioniert nicht, Igitt. Ich mach halt einfach genau das, was er sagt, und es funktioniert einfach trotzdem nicht. Ah, das Spiel wieder mal so geil. Darf ich mal googeln? Weil ganz ehrlich, selbst wenn das Tutorial im Spiel ist, verkackt einen das Spiel zu erklären, dann sehe ich das mal so minimal gerechtfertigt. Also, wo haben wir denn? So. Folge nennt sich Godzilla und die Monsterkatze. Okay, wie es ausschaut, hat Nintendo genau dieselben Probleme wie ich auch. Oh, ich glaube, ich verstehe es einfach. Ja, danke, dass... Also vielen Dank nochmal dafür, dass... Also unser richtiges Moment. Also mit richtigem Moment müssen wir uns nochmal streiten. Muss also warten. Okay, ist ja immer noch zu früh anscheinend. Okay, das war anscheinend immer noch zu früh. Ja, hat die Katze wohl 7 Leben oder was? Also nochmal, wenn es heißt, richtiger Moment, dann tut's mir leid, dass ich halt immer genau die Millisekunde passe, wo die Katze runterspringt, um die dann zu blitzen. Also ganz ehrlich, das Tutorial hätte man auch besser beschreiben können. So, ich kann nicht die Gedanken vom Spiel lesen. Dann erklärt das Spiel vernünftig, anstatt als bist du hier oben. Okay. Also ich komme da nicht hoch. Was für ein Dreckspuzzle muss ich denn jetzt lösen? Muss ich irgendwie die Deckenkonstruktion zum Einsturz bringen oder was wollt ihr jetzt von mir? Komme ich da auch irgendwie hoch, Spiel? Okay, hier ist ein Wagenheber. Okay. Darf ich jetzt im Untergeschoss 7 nach dir suchen oder was? Ich meine, die Katze ist ja nach unten. Ja, sehr fair, direkt hier Damage zu kassieren.
was jetzt spielen. Oder muss ich mit zweien wegsaugen, oder? Ja, okay, das funktioniert schon mal nicht. Sag jetzt doch mal Google, wie man dich besiegt, oder was willst du von mir, Spiel? Ich spiele, was auch immer du von mir willst. Ich tue es. Ich habe jetzt keinen Bock, hier deswegen Hundeknochen auszugeben. Okay. Habt ihr schon mal einen Gegner besehen, den ihr schon so besiegen könnt? Ich nicht. Also tut mir leid, dass ich diese Lösung nicht so intuitiv halte. So. Und nein, nur weil der Gegner mit Kugeln erschaffen worden ist, ist das für mich kein Hinweis, dass man ihn auch so besiegen kann. Wenn es nicht klar ist, dass das eine Möglichkeit ist, jemanden zu besiegen. Okay, interessant, was hier alles gelootet werden kann. Okay, ich glaube, ob so inzwischen sollte ich Mist, den ich sonst noch einsaugen kann, ein. Ja. So krass, dass du schaffst. Also ich gehe mal nicht, also so wie es ausschaut, wurde es hart gecodet, dass diese man diesen Geist nicht besiegen kann, okay. Weird. Aber okay. Ja, also ich scheinbar mag es das Spiel zwischen jemandem zu spawn-trappen.
Sag nicht, die siebte Ebene war das doch da die mit dieser Botania-Ebene. Sag jetzt nicht, da wo dieser blöde Baum ist, muss ich jetzt diese Katze noch hinterherjagen. Oh. Also inzwischen erleidet man einfach völlig random Schaden, wie es ausschaut. Da fällt man auch völlig random Goldbarren, wie es ausschaut. Einfach weitergehen. Okay, das Kätzchen ist hier hoch. Und dann keine Ahnung. Okay, Pfötchen sehe ich aber schon lange keine mehr. Ja, ich glaube, bin einfach zu weit hoch nach oben gegangen. Was ein bisschen daran lag, dass ich halt nicht mehr leuchten konnte. Okay, mit Bedessig hätte ich das ahnen können. Aber auch schon ein bisschen billig, dass das eigentlich von der Kamera angezeigt wird. Okay.
noch mehr, was ich hier wegsaugen muss. Ja, schrecklich weniger und... Nein, ich wollte da nicht rein. Okay, ich muss hier raus. Okay. Ja, die Pfötchen kamen doch von der Richtung. Ich will nur anleuchten. Moment mal, wenn ich hier in Deutschland sagt mir die Katze, dass sie draußen ist. Und wenn ich draußen bin, sagt die Katze, leuchtet die Katze, dass sie drin ist. Also vielen Dank, Spiel, dafür, dass du verbuggt bist, offenbar. Ne, das google ich jetzt. Wenn das Spiel selber nicht weiß, wo die Katze ist, dann kann ich es auch nicht wissen. Ganz ehrlich. Angeblich soll sich die Katze noch hier drin befinden. Dann stellt sich mir die Frage, warum dann die Katze meint, warum das Spiel meint, dass sie dann hier draußen ist. Überall ist die Katze angeblich. Und da ist sie angeblich. Und da ist sie angeblich. Ja, ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ganz ehrlich, ich habe einfach keine Ahnung, wo sie ist. Ich meine, das Spiel weiß es selber noch nicht einmal. Das Schöne ist bei der Nintendo's Let's Play, ist einfach die Katze nicht geflohen. Mit zu tun. Also es wäre wirklich nur zu schön, um wahr zu sein, wenn das Spiel tatsächlich mal mit der Logik konsistent wäre und mir kein Bullshit gibt. Oder sagt, oh, die Katze ist hier. Wenn ich rausgehe, oh, die Katze ist da. Auch schön, dass ich halt nicht leuchten darf, wenn ich zu nah an einer Tür dran bin, weil einfach der X-Knopf doppelt vergeben ist. Ja, wenn ich hier draußen bin, dann mein Spiel einfach, die Katze sei hier. Oh, ist das geil. Das ist so schön verpackt.
wie es ausschaut, bei Domtendo war die Katze hier versteckt. Gut, dass es bei mir nicht ist. Okay. Ja, sie hat zwar schon eigentlich gestanden, aber gut, aber halt nicht. Ja, schön, wenn die... Okay, ich muss scheinbar ultra lange warten. Ja, ich sag's ja, die Katze hat 7 Leben, jetzt hat's nur 5. Und genau hiermit geht's in der nächsten Folge weiter. Da wünsche ich euch schon was. Ich sag, ciao, Leute. Wie schmeckt ihr das?